Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel von unserer Mannschaft Hannover 96 gegen den 1. FC Köln. Bitte zunächst mal den Gästetrainer Zvonimir Soldo um sein Statement zum Spiel. Wir haben gedacht, dass wir hier in Hannover eine Chance haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir von Anfang an Druck machen nach vorne, dass wir in Zweikämpfe gehen. Aber das habe ich bei meiner Mannschaft erste Halbzeit vermisst. Können Sie ein bisschen lauter machen, Kollege? Das habe ich bei meiner Mannschaft erste Halbzeit vermisst, besonders erste Viertelstunde. Kann nicht sein, dass gegnerische Stürmer nimmt Freiball 25 Meter vor dem Tor, dreht sich um und schießt frei auf Tor. Dann genauso war beim zweiten Tor genauso. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Manche hat was versucht, aber war nicht gut genug, dass wir mehr was machen. Ich denke, die Situation ist nicht einfach. Wir haben 5 Punkte, wir sind im Abstiegsplatz, aber ich habe immer gesagt, dass wir Qualität haben, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Schönen Dank, Zvonimir Soldo. Mirko Slomka, unser Trainer. Ja, aus meiner Sicht haben wir eine sehr starke Anfangsphase gehabt mit den beiden Treffern nach 15 Minuten. Wir haben in der Folge in der ersten Halbzeit eigentlich nicht so zielstrebig weitergespielt, nicht auf das dritte Tor gespielt. Ich denke, es war in der Phase möglich, noch etwas zu machen. In der zweiten Halbzeit waren die Kölner ja auch taktisch verändert. Das war für uns zu Beginn etwas schwierig, eine richtige passende Ordnung zu finden. Sie haben ja mit 2 Stürmern gespielt und auch tendenziell eher mit einer Raute im Mittelfeld. Wir mussten ein bisschen umstellen, mussten ein bisschen tiefer eindrücken, sodass wir unser Flügelspiel auch nicht mehr so aufziehen konnten. Und die Kölner haben dann auch folgerichtig, finde ich, aufgrund einer deutlich besseren zweiten Halbzeit auch noch das Tor erzielt. Für uns gut, dass wir es geschafft haben, trotzdem noch die 3 Punkte bei uns zu behalten. Wir haben, finde ich, ein sehr engagiertes, ein sehr leidenschaftliches Spiel gezeigt und haben diesen Sieg unterm Strich auch verdient aufgrund vieler Möglichkeiten, die wir hätten herausspielen können. Es war jetzt kein überzeugender und überragender Sieg, aber dennoch natürlich ein sehr wichtiger. Wenn man auf die Tabelle schaut, mit 16 Punkten jetzt auf Platz 3 zu stehen für den heutigen Tag, ist das natürlich wunderbar für die Mannschaft. Sie hat sich erneut Selbstvertrauen geholt nach 2 Niederlagen. Es tut uns sehr, sehr gut. Und sie ist auch, wie ich finde, nach wie vor ein echtes Team und auch so aufgetreten heute. Ganz besonders, lassen Sie mich einen Satz dazu sagen, unseren Ärzten, unseren Therapeuten und auch allen, die daran mitgearbeitet haben, den Reha-Trainern, muss man wirklich großen Respekt zollen, dass sie den Sergio Pinto innerhalb solch kurzer Zeit wieder spielfähig gemacht haben. Das ist außergewöhnlich stark, diese Leistung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mirko Slomka. Zeit für Ihre Fragen. Gibt es Fragen aus Ihrem Kreis? Zum Fakt. Eine Frage an Herrn Soldo. Es ist ja so, dass Sie jetzt nach 6 sieglosen Spielen immer mehr in die Kritik geraten. Denken Sie, dass Sie am Dienstag gegen 1860 München im Pokal noch auf der Bank sitzen werden? Okay, bin ich falsche Person für so eine Frage. Aber ich gehe davon aus. Haben Sie da von den Vereinsverantwortlichen schon irgendwelche Anzeichen oder Zeichen bekommen, dass das so sein wird oder genau das Gegenteil? Jetzt war ein bisschen knapp nach dem Spiel, so eine Entscheidung zu treffen. Weitere Fragen? Hier vorne Florian Krebs. Frage an Mirko. Didi Jakonan, der Matchwinner mit 2 Toren, der hat heute Farbtupfer nicht nur mit seinen neuen lilanen Schuhen gesetzt, sondern auch auf dem Platz. Kannst du 1, 2 Sätze zu ihm sagen? Ich denke mal, du hast auch eine sehr starke Leistung von ihm gesehen. Ja, ich sehe ja meistens starke Leistung von ihm, nicht nur jetzt hier bei diesem Spiel, sondern eigentlich immer, weil er ein außerordentlich laufstarker und leistungsbereiter Spieler ist, der immer alles für die Mannschaft gibt. Und heute haben die beiden natürlich auch wieder ihre Qualitäten gezeigt, sind läuferisch und auch gerade was die Sprints angeht, unheimlich fleißig und erarbeiten sich auch diese Treffer. Und die beiden Tore waren natürlich wunderschön in ihrer Entstehung und auch besonders natürlich im Abschluss. Und die haben uns natürlich auch sehr, sehr gut getan zu Beginn des Spiels.
Gibt es weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Tom fragt. Noch eine Nachfrage an Herrn Soldo. Es ist ja so, dass aus der Fankurve Soldo-Rausrufe, Meier-Rausrufe kamen, es wurde in Transparent entrollt. Wie gehen Sie mit so einer Situation persönlich um? Ja gut, ist nicht einfach. Bei uns fehlen die momentan Punkte und das war diese Saison unsere, kann ich so sagen, schlechteste Halbzeit. Und ich weiß, wann die Punkte fehlen, dann bist du als Trainer in Frage gestellt. Ja, noch weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Nicht? Dann wünschen wir den Kollegen aus Köln alles Gute, Herrn Soldo, und gute Heimfahrt. Danke, bis demnächst.